Ronja und die Izzy und ich sind heute auf der Suche nach dem verlorenen Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist verloren? Ja, er ist verschwunden. Oh. Wir müssen Weihnachten retten. Wer bringt mir meine Geschenke? Niemand. Du hast Weihnachtsmann-Sachen an. Warte mal. Ich bin kleiner Detektiv. Auf deinem T-Shirt ist Rudolf drauf. Und ich habe auch eine gute Nase. Vielleicht bist du der Dieb. Nur weil ich zu viel heiße Schokolade getrunken habe. Ja, das klingt sehr verdächtig. Okay, let's go. Oh, wir haben Essen. Okay. Ich habe Steaks bekommen. Wir sollen mit dem Chef sprechen. Okay. Okay, warte mal. Wer bist du denn? Okay, das ist ein Arbeiter. Der wirkt nicht wie ein Chef. Was bist du? Auch ein Arbeiter. Voll die langen Nasen haben die Arbeiter. Ja, warte, was bist du? Das sind so Weihnachtswichtel, nehme ich mal an. Voll süß. Hier oben ist der Chef. Oh, guck mal, du kannst rausgucken. Hier ist richtig schön. Oh, guck mal, das ist eine richtig verschneite Stadt. Ich will nach draußen. Sind wir eingesperrt? Ich weiß nicht. Hier oben ist der Chef. Warte mal. Einen schönen guten Tag. Ich hoffe, dein Flug nach Christmas Town war komfortabel, Detective. Wir sind sehr froh, dass ihr jetzt hier seid. Ich wusste nicht, dass wir jetzt hier Detective sind, aber scheinbar ist das der Plan. Ich wusste nicht, dass Christmas Town eine Polizeiforce hat. Aber sicher, wer denkt ihr denn, arbeitet mit den ganzen, Elfen, die sich nicht benehmen können? Naja gut, aber dieses Mal brauchen wir einen erfahrenen Detektiv wie uns. Er sagt, es ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wir finden den Weihnachtsmann nirgendwo und wir denken, da steckt was Böses. Es ist ein faules Spiel. Ja. Oh mein Gott, der Weihnachtsmann ist weg. Dann können wir ihn fragen, ob er denkt, der Weihnachtsmann wurde angegriffen. Er sagt, nein. Jeder weiß, dass Santa nicht zu töten ist, aber er könnte gekidnappt worden sein. Das ist die Haupttheorie. Ja, das ist die Haupttheorie. Er sagt, wir sollen herausfinden, wer das war und wir sollen mal in der Spielzeugfabrik nachschauen. Der Mann dort, den sollte man mal interviewen. Wie kommen wir denn jetzt raus, sag mal? Oh, die Tür ist aufgegangen. Die Tür ist auf. Ab ins Winter. Oh, du siehst so süß aus. Okay, wer bist du? Schneeballschlag. Haben wir Schneebälle? Nee. Warte, was ist hier in der Kiste? Du vielleicht nicht, aber... hier ist eine Candy-Shell. Ich vielleicht schon! Au! Ich bin angegriffen. Hilfe, Hilfe! Officer! Der andere Detective hier. Hier arbeitet jemand. Hi, Sir. Haben Sie noch mehr Schneebälle? Danke schön. Oh nein, Hilfe! Okay, Spielzeugfabrik. Wenn ich eine Spielzeugfabrik... Nee, hier Star Mix Residence ist das hier. Das ist nicht richtig. Vielleicht direkt daneben? Direkt, ja. Hier. Was ist das? Oh, hier sind die Rentierställe. Aber hier ist keiner. Die Rentiere sind auch alle weg. Warte, hier ist ein Schild. Guck mal. Wo ist das Schild? Hier. Die Spielzeugfabrik. Das ist die Spielzeugfabrik? Wir sind da. Alles klar. So, wen sollen wir interviewen? Hä? Hallo, ist jemand da? Weiß nicht. Hier oben bestimmt. Ich schau mal nach. Welche Spielzeuge hergestellt? Oh ja, hier ist jemand. Der Foreman. Foreman Starmix heißt er. Schönen guten Tag. Oh, hallo. Du bist der Detektiv, den sie gerufen haben, richtig? Wie kann ich helfen? Wir können sagen, hey, du hast Santa gekidnappt. Ich habe all die Beweise, die ich brauche. Ich meine, so ein bisschen... Nein, wo sind die Arbeiter erstmal? Lass mal nicht zu hart mit dem... Aber vielleicht, weißt du, vielleicht wird er dann nervös und sagt uns die Wahrheit. Vielleicht schmeißt er uns aber auch raus, weil er uns unhöflich hält. Okay, lass uns fragen, wo die Arbeiter sind. Gutes Argument. Ich bin der Einzige, der heute zur Arbeit gekommen ist. Weil Santa jetzt weg ist, ist es schwer, unbezahlte Arbeit zu enforcen. Okay, verstehe. Wie kommt es, dass du gestern nicht bei der Arbeit warst? Das scheint mir verdächtig. Ich war so besorgt über Santa. Ich konnte nicht zur Arbeit kommen. Santa war bis gestern Nachmittag nicht vermisst. Hm. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ansonsten können wir ihn halt provozieren. Also, wäre dir das lieber oder wollen wir ihn provozieren? Ich befrage ihn. Okay, fein. Ihr habt mich erwischt. Ich war mit Miss Karamell unterwegs. Aber bitte erzählt es nicht meiner Frau, okay? Okay. Holy. Alles klar. Das erzählen wir ihr sofort. Wir sind im Namen der Gerechtigkeit unterwegs. Warte, bitte, gib mir meine Hausschlüssel zurück. Denkste. Wir gehen. Hast du Hausschlüssel bekommen? Ich hab die Hausschlüssel, ja. Okay, komm, wir sagen seiner Frau Bescheid. Das ist ja... dass der denkt, dass wir für ihn lügen würden. Wir als ehrenhafte Detektive. Elfen! Oh, ich weiß, wo die ist. Warte, die war hier vorne. Ah, stimmt, direkt am Anfang. Gelaufen. Warte, hier ist Sir irgendwer. Den kennen wir noch nicht. Starmix Residence. Okay. Mach auf! Jetzt geht's auf. Aha. Hallo, jemand zu Hause? Kann ich auch oben. Blüchen. Ja, hier, warte, hier sind zwei.
Miss Caramel und Mrs. Starmix. Oh, die haben sich schon gefunden. Ah. Interessant. Ach, guter Gott. Ich dachte, ihr wärt mein Ehemann, der früh nach Hause kommt. Ihr dürft ihm nicht von meiner Affäre mit Frau Caramel erzählen. Beide? Der Ehemann und die Ehefrau? Ja, dann schreibt noch nimm das Gelbe. Ja, das sage ich ihm. Ich habe jetzt gesagt, dass ihr Mann da ebenfalls mit einer Affäre hat. Miss Caramel sagt, es ist wahr, mein Liebling. Ich habe deinen Ehemann genauso wie dich gesehen. Es tut mir leid. Mein Ehemann ist mir egal. Bitte versprich mir, dass du nur noch meine und meine Einzige bist für die Zukunft. Oh Gott. Okay. Rania, bitte lass uns gehen. Bitte lass uns gehen. Die sind verrückt. Warte, Moment. Ich bin ja hier aus einem Grund. Ich möchte ein Alibi confirm. Und zwar, Miss Caramel, können Sie bestätigen, ja, dass Mr. Foreman Starmix gestern mit dir unterwegs war? Okay, er sagt ja. Sie sagt ja. Okay. Wenn ihr mich fragt, hatte Rudolf was mit Santas Verschwinden zu tun? Okay, wo finde ich Rudolf? Die Rentierstelle war, wo er normalerweise ist. Aber wir brauchen irgendwas, um ihn zu bestechen. Hier habt ihr Heu. Okay, danke schön. Alright, ich hab's gefunden. Hier ist es. Da, direkt vor mir, auf meinem T-Shirt. Oh mein Gott. Du bist ja so ein guter Detektiv. Zum Glück habe ich dich dabei. Komm, wir gehen zum Stall. Der muss hier sein, oder? Jetzt, ja. Hier, guck mal, hier steht was. Wir akzepten Spenden. Wir nehmen. Ich glaube, du musst es heute reinmachen, dann geht's auf. Spenden? Yeah. Nehme ich mal an. Bestechung. Nice. Rudolf ist nicht warte, hier. Warte, hier geht's runter. Guck mal, hier ist so ein richtig dunkler Online. Oh, online. Untergrundkerker. Hinten. Komm mit. Oh mein Gott, hier ist eine. Warte, oh, wer hat die da eingesperrt? Wieso haben die da ein eingesperrtes Pferd? Was haben die hier unten für eine Geheimwerkstatt? Was ist hier los? VIP-Lounge. Kann ich hier rein? Hallo, bitte? Ha. Nur VIPs oder die wertvolle Gemüsesachen mit sich tragen dürfen rein. Finden wir Buttons. Wir müssen mit Buttons reden, glaube ich. Okay, dann reden wir mit Buttons. Hallo, Buttons. Was willst du, Kind? Wo finde ich Rudolf? Das dumme Rentier verlässt nie die VIP-Lounge. Viel Spaß, da reinzukommen. Ich muss mit ihm reden. Wie komme ich in die VIP-Lounge? Kannst du nicht. Ich muss 3 Elf-Crime-Bosse davon überzeugen, dass sie mir ein bisschen Gemüse geben, damit ich in die VIP-Lounge komme. Na klar, wie bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ja. Ist ja klar, du siehst mir kriminell aus. Gumfingers. Gumfingers redet nicht mit mir. Redet irgendjemand hier mit mir? Sind die nicht alle kriminell? Die sehen alle ganz schön kriminell aus für mich. Der ist kriminell. Guck mal, der hat so eine rote. Ja, der hat rote. Raindrops Malone. Der hier hat Gemüse. Der hat Handful of Green Beans. Dafür brauchen wir einen Priced Purple Turtle Shell. Okay. Der wird verkauft von dem hier. Von dem dafür hier, oder? Dafür brauchen wir A River Viewed from Above. Also so ein blaues Ding. Dafür brauchen wir einen Cube of Snot. Woher kriegen wir diesen Schleim? Wir brauchen Schleim. Irgendjemand rotzt hier bestimmt. Guck mal, Pferde. Oh, hier ist noch so eine Shell. Warte mal, hier ist eine Schokoladenwaffel. Chocolate-Waffel? Okay, warte. Cucumber. Die kann ich bei dem eintauschen für so einen Prawn. Entschuldigung, Ronja, ich fange schon mal an. Tomatensaft, tu das. Ich nehme hier Saft ohne Ende. Du bist ein guter Detektiv, beziehungsweise ein guter Officer, sage ich. Ich sehe hier schon deine Verhandlungsstrategie. Ja, ich muss ein bisschen Tauschhandel betreiben, aber ich kriege das hin. Hast du eigentlich Essen? Also, falls du was brauchst, ich habe ungefähr 100.000 Dinge. Ich hab Brote. Okay, oder was hast du denn? Was hast du denn? Ich hab Steaks, aber die willst du wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, die will ich lieber nicht. Genau. Ich habe jetzt hier eine abgeschnittene Zunge erstmal. Die ist hier. Willst du mal sehen? Lecker. Ja. Riech mal dran. Leck mal dran. Mal gucken, wer will eine sollte man nicht Zunge lecken, kaufen. Hab ich gehört. Wollen wir nicht? Ja, jetzt habe ich den Cube of Snot. Okay, nice. Okay, sehr jetzt gut. Jetzt muss ich zurück zu ihm hier. Er gibt mir dafür ein River, also so ein Fluss irgendwie krieg ich von ihm. Was falscher. Der hier tauscht ihn ein. Yes, jetzt wieder zum anderen. Okay. Wir sind im Endspurt, Ronja. Wir haben es gleich geschafft. Ah, Mist, schon wieder der Falsche. Und der gibt jetzt Gemüse. Der hier gibt mir jetzt Gemüse. Und wir haben ein bisschen Gemüse. Super. Bitte sehr. Vielen Dank. Dann oh würde ich mein sagen, Gott, das war ja anstrengend. Ab in den VIP-Raum und dann gucken wir mal, zu welchen kriminellen Machenschaften hier ist der. Müssen wir mit ihm reden oder kommen wir da einfach rein? Nee, wir kommen jetzt hier rein. Yes! Okay, VIP-Raum. Okay. Oh. Hier, Rudolf? Hier ist Rudolf. Warum unterbrecht ihr meinen 3 Uhr Nachmittagstermin? Wir müssen dich wegen Santas Verschwinden ein paar Fragen. Oh mein Gott. Oh shit, sie haben mich gefunden. Du kriegst mich niemals lebendig. Wir müssen ihn zurückholen. Ich werde mich nicht in der Spielzeugfabrik verstecken. Also müsst ihr da nicht nach mir suchen.
Okay. Ach so. Dann nicht zur Spielzeugfabrik. Dann lass uns jetzt irgendwo anders hingehen. Auf jeden Fall nicht zur Spielzeugfabrik, weil da ist er ja nicht. Das wäre ja Quatsch. Hm. Wo wollen wir denn gucken, wenn wir da nicht gucken? Ja, ich meine. Was ist das? Ich will ein Gebäude. Na, ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, hier sind wir in der Spielzeugfabrik. Ja, weil da kann es ja nicht sein. Falsche Richtung, Ronja, wo läufst du hin? So, okay. Geh jetzt rein, okay? In der Spielzeugfabrik? Was machen wir denn Bestimmt hier? Stimmt, da hinten. Oh ja. Oh ja, wenn ich hier Rudolf wäre, würde ich mich hier verstecken. Auf jeden Fall. Okay, warte, hier steht was. Das ist ein goldener Knopf. Submit. Was sollen wir denn hier submit? Oh, warte mal, hier sind ganz viele Kisten in, Bewegen, aber da können wir nicht ran. Drück mal den goldenen Knopf. Okay. Hier steht, nicht richtig sortiert. Bitte nochmal probieren. Was sollen wir denn hier sortieren? Oh, warte mal. Instruktionen. Wir haben nur noch wenig Kohle. Ich habe gesagt, wir sollen das bisschen Fuel, was wir übrig haben, in die Cards bringen. Die sollen gleichmäßig aufgeteilt sein und nur in den ersten 4 Slots. In alphabetischer Reihenfolge. Okay, warte mal. Okay. Also wir brauchen Wooden Fuel und not a Wooden Fuel. Okay. Warte mal, alphabetisch auf Englisch, oder? Alphabetisch auf Englisch, auf jeden Fall. Oh no, oh no, oh no. Okay, warte, wir haben 4 Kisten, richtig? Ja. Not wooden, not fuel. Not wooden fuel. Oh Gott, was? Was ist da oben? Nein, du hast einmal Fuel, das aus Holz besteht, und einmal welches ohne Holz. Okay, also wir hätten hier einmal ein Campfire und einmal Lava. Ah, warte, not wooden, not fuel ist ja, hier ist Lava. Weil Lava ist ja Fuel, wahrscheinlich. Im Zweifelsfall. Kann man den Beehive verbrennen? Ich glaube nicht. Kann man eine Torch verbrennen? Ich glaube auch nicht. Kann man Honig verbrennen? Hier, getrocknete Algen kann man bestimmt verbrennen. Bist du sicher? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Lava kann man nicht verbrennen. Lava brennt ja schon. Also Wooden Fuel ist fertig. Ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher. Verstehe. Okay, ich nehme jetzt mal alles hier. Ah, Wooden Not Fuel. Ah, verstehe, auf jeden Fall. Wooden Fuel. Okay. Was ist denn mit dem Campfire? Kann man das also nicht verbrennen? Also, erstmal, ich weiß nicht, wo du die Lava hingemacht hast, aber die muss ich mir mal geben. Gib mir alle Sachen, die du hast, bitte. Hier ist die Lava, hier ist das Campfire. Okay, danke. Ich glaube, du kannst es besser. Warum bist du eigentlich so viel besserer Detektiv? Ich fühle mich, als wäre ich nur so das Anhängsel. Jetzt haben wir Not Wooden Fuel. Dann haben wir Not Wooden, Not Fuel brauchen wir noch. Nicht hölzern, kann aber als Fuel benutzt werden. Echt Hay? Ja, auf jeden Fall Hay. Brauchen wir noch irgendwas, was nicht verbrannt werden kann. Sicher, dass alles von den oben bei Holz verbrannt werden kann? Das hier kann alles verbrannt werden. Kiste, genau, das ist alles richtig. Verstehe. Bild bin ich nicht ganz sicher. Blaze, Cactus, Honey, White Carpet. Ich glaube, normale Algen können nicht verbrannt werden. Warte mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die da rein müssen. Okay, und dann den Kaktus raus? Und dann den Kaktus raus. Kann der verbrannt werden? Wahrscheinlich, oder? Willst du? Soll ich mal? Ja. Hast du die Algen da drin? Ich habe die Algen da drin, ja. Das muss aber in der richtigen Reihenfolge sein. Das muss ja alphabetisch. Ah, stimmt. Kaktus kannst du nicht verbrennen. Ich versuch's mal. Okay. Oh, ja! Nice, wir haben es geschafft. Nice. Weiter geht's. Gut. Okay. Perfekt. Warte. Hier ist eine Kiste mit einem Crossbow, du solltest dir entnehmen. Ich glaube, jetzt kommt gleich ein Monster oder so. Hier steht was. More Instructions. Hey, Junge, warum hast du nicht den Test gemacht für den Crossbow, für das Spielzeug? Als ich noch ein Kind war, habe ich alles gemacht. Du musst alle 10 Ziele hitten. Okay, alle 10 Ziele. Camp, da oben ist ein Ziel. Oh Gott. Hier ist noch ein Ziel. Du bist ein schneller Hitter. Ah, das kriege ich. Muss ich, glaube ich, aufzählen und dann so. Ah, verstehe. Okay, jetzt. Du musst ihn aufziehen und dann musst du einmal losfliegen. Aber wo sind die anderen Ziele? Bestimmt hier irgendwo in diesem Labyrinth drin, oder? Oh, warte mal, ich habe eins. Komm zurück. Hier hoch? Warte, hier oben. Ist bestimmt was. Ah, da hinten. Oh, hab eins. Warte. Au. Die haut mich. Warte, ich hab da oben eins. Kannst du es treffen? Ich komm nicht ganz ran. Ich glaube, der Pfeil schießt nicht ganz weit genug, wenn man nicht. Genau, wunderbar. Was haben wir denn hier noch? Aber wo sind die anderen? Warte, hier ist bestimmt von unten nicht. Eins drin. Hier ist eins. Hier ist eins. Da ist eins, perfekt. Hier nochmal nach oben. Oben muss ja noch irgendwas sein. Hier, das ist wichtig. Yes, sehr gut. Tür ist okay, offen. Dann weiter geht's. Gut, dann würde ich sagen, haben wir unser Labyrinth gelöst und hier hinten müsste dann bestimmt Rudolf irgendwo nicht versteckt sein. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da für das kleine Weihnachtsprojekt. Die nächste Folge kommt auf dem Kanal von der Easy, da unbedingt vorbeischauen. Die kommt am Sonntag, glaube ich. Ist richtig? Ja. Genau.
Da, wie gesagt, der Kanal ist in der Infobox verlinkt. Dann verpasst ihr da die nächste Folge nicht. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Happy Halloween.